Also die Schicht der bewussten Demokraten war so hauchdünn, dass wir ohne den Rückhalt der Besatzungsmächte, eben vor allem in der amerikanischen, aber auch in der britischen Zone, es nie geschafft hätten, nach diesem Zusammenbruch in Deutschland wieder zurückzukehren zu einer demokratisch-freiheitlichen Ordnung. Das wäre ein riesiger Misserfolg geworden. Und wir haben ja auch in den 50er Jahren erlebt, nachdem also nun die Bundesrepublik geschaffen war, dass nach den ersten Umfragen kaum 20% überhaupt von der Demokratie überzeugt waren, das Grundgesetz interessiert hat. Weiß nicht mehr, wie viel, über 60% sagten, Hitler war eine gute Idee, nur schlecht durchgeführt. Also das stand auf sehr, sehr wackeligen Füßen. Und es ist wirklich das große Verdienst der Sieger, die uns besiegt haben, dass sie uns geholfen haben, diesen Weg dann doch zu finden und doch auch dann sehr erfolgreich zu beschreiten.